Herzlich willkommen, neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit diese Bandsäge bekommen und habe da auch irgendwie mal gefragt, ob man die mal zusammen in Betrieb nehmen soll. Und jetzt ist die Gelegenheit, ich muss da mal so ein bisschen was zuschneiden, um was zu bauen. Und an der Stelle können wir uns die ganze Geschichte hier nochmal angucken. Ich habe gestern Abend einmal nochmal so einen Vorprobelauf gemacht, habe schon mal einmal das Band gewechselt, weil stellenweise gut, stellenweise tot. Da kann man mal eben gucken, wie sich das Ganze verhält. Also, ich zeige es jetzt eigentlich nur mal an der Stelle. Also ich kann hier oben, die Spannung vom Sägeband erhöhen oder runtersetzen, also lösen oder strammer stellen. Also zum Bandwechsel im Grunde einmal komplett lösen, dass das... wie nennt man das denn? Ich nenne es jetzt einfach mal, dass dieses Rad bis anliegt. Dann bekomme ich, dann muss ich dieses Sägeband quasi aus der Führung hier unten rausnehmen und kann es dann einfach rausnehmen. Ja, neues reinhängen, wieder in die Führung einführen. Ja, und dann einmal stramm ziehen das Ganze, ne? Nicht zu stramm. Ich glaube, da muss man sich rantasten. Also wir haben. Ich mach das mal hinzu. Mit Absenkautomatik. Ich habe hier jetzt einmal so. Ja, also ich kann das Ventil einmal ganz aufdrehen. Dann geht der quasi in Turbo. Ich kann es aber auch zumachen. Und dann geht halt eben schön langsam. So. Ich habe hier quasi einen Längenanschlag. Den könnte ich mir noch einstellen. Ich habe die Möglichkeit, Winkelschnitte zu machen. Ich glaube, die Winkelskala, die hat der da hinten irgendwo. Moment, da muss ich selber mal gucken. Ja, die haben wir hier. Die ist jetzt natürlich nicht mehr zu genau, aber vielleicht können wir da gleich was mitmachen. Das Einzige, was eben im Moment nicht funktioniert, ist die Kühlmittelpumpe. Also die läuft, aber ich gehe mal davon aus, dass wir kein Kühlmittel mehr drin haben. Und ja, aus Erfahrung weiß ich eben, dass die bei langer Nichtbenutzung dieses Kühlmittel einfach so zäh wird, dass die Kühlmittelpumpe verklebt wird. Deshalb, ich habe hier noch so ein bisschen Bohr- und Schneidöl. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen Kühlung mit hin. Ansonsten, ich mache mal Strom dran und dann machen wir mal so einen kleinen Probelauf trocken und dann hole ich mal Material und schneide schon mal die 90 Grad Schnitte ab und dann sehen wir mal, wie es funktioniert. So, Strom ist drauf, 380 Volt, 16 Ampere CE. Einmal den Hauptschalter betätigen. So, dann geht mir hier die Lampe an. Ich hebe mal ein bisschen hoch, so. So, dann haben wir hier die Option, erstmal Notaus entriegeln, Kühlmittelpumpe an oder aus, wir lassen sie jetzt mal aus. So, und dann kann ich jetzt im Grunde einmal starten. Jetzt würde man theoretisch, man hört die jetzt auch rum, aber ist ja Quatsch. So, und jetzt kann ich den Vorschub einstellen.
und sie schaltet automatisch ab. So. Ja, ich werde mal versuchen zu schneiden und ich halte zwischendurch einfach mal wieder drauf. So, ich habe mir jetzt diesen Anschlag hier mal dran gemacht. Erstes Stück ist schon ab, weil ich brauche jetzt mal vier gleich lange als Stützfüße sozusagen. Lass ich mal ein bisschen runter. Also ich hatte jetzt gerade noch mal ein bisschen Probleme mit dem, dass das Band stehen geblieben ist. Ich glaube, da muss ich mich wirklich noch mal ein bisschen reinfuchsen mit dem Vorschub und mit der Spannung. Wie weit man das vorspannen muss. So, ich kann jetzt mal hier überlegen. So, das passt. Jo, ich schneide mir mal eins zurecht. Ne? So, mittlerweile sind wir schon mal so weit, dass wir auch 45 Grad Gehrung schneiden können. Ist natürlich, wir können nur in die eine Richtung stellen. Da sieht man hier den Einstellbereich. Deshalb muss man ja immer so ein bisschen hampeln, ein bisschen drehen. Ob das hier mit den 45 Grad genauso hinhaut, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist ja hier alles schon mal verrutscht und irgendwie, ne, man weiß es nicht genau. Ich könnte gleich mal so eine... Moment mal, wir haben ja Messmittel. Ne? So, 45 Grad. Einen Moment. Schon mal voreingestellt. Ja, kann man jetzt hier natürlich doof anlegen. Aber wenn man so drüber peilt, so ganz grob hier die Bezugskante nimmt, könnte das schon ganz gut hinkommen, ne? Mit unseren 45 Grad, die wir hier haben. Ansonsten könnte man das ja auch hier nochmal gegenkontrollieren. Ja, also. Ja, für meine Begriffe ist das in Ordnung. Gut, dass wir Messmittel haben. Oh Mann, wir sind schon hier, weiß ich nicht, Qualitätskontrolle. Kurz vorm Zertifikat, würde ich sagen. Gut, ich schneide mir die restlichen zusammen. Also ich muss einen Rahmen bauen mit Füßen und Rollen. Da kommen dann noch Querverstrebungen rein. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Jo. So weit, so gut. Da haben wir schon mal den Grundrahmen. Winkel passen noch nicht hundertprozentig. Also ich werde mir diese Einstellskala noch mal ein bisschen modifizieren. Es soll ja noch geschweißt werden, deshalb das kann ich mir alles noch ausrichten. Auf jeden Fall muss man sagen, geiles Gerät. Wenn ich überlege, das wären jetzt, ich weiß nicht wie viel, 2, 3, 4 Trennscheiben von den dünnen mit Sicherheit. Der ganze Staub. So, jetzt gucken wir mal. Das ist alles hier, was dabei zusammengekommen ist. Ja, ich bin begeistert. Also Säge darf bleiben. Wenn da irgendwie sich einer auskennt, wenn irgendeiner, der das sieht, zufällig eine Bedienungsanleitung von so einem Teil hat, wo mehr drauf zu lesen ist als diese Sicherheitsbestimmungen, an die wir uns natürlich halten. Ich zeige nochmal das Typenschild. Von 93. Wäre cool, wenn da irgendeiner was hat. Dann müsste man mal sprechen. Und ansonsten, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, einfach mal weiterarbeiten mit dem Gerät. Ne? So, ja, ich richte mir das jetzt mal aus, ein bisschen die Grundierung da abarbeiten und dann geht's
mit dem Gerät nämlich weiter. Aber ich glaube, das ist bekannt. Das brauche ich nicht mehr zeigen. Und vielleicht mache ich mir jetzt mal eben schnell einen Kaffee. Ach, mal schauen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Gerne abonnieren. Und ja. Es geht zwar im Moment mit dem Intrakt nicht so wirklich weiter. Wobei man weiß nicht, wann das Video jetzt kommt. Aber ich glaube, wenn man sich hier so umguckt, es wird nicht langweilig. Ne?